Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo, hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind unter uns 16 Minuten unterwegs, ungefähr. Und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an, nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050. Oder ihr mailt uns unter domian@wdr.de oder faxt unter 0800 220 50 51. Herzlich willkommen, Yvonne, 52 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Yvonne. Du hast angerufen. Ja. Warum? Ja, das kann ich dir genau sagen. Das geht darum, dass ich vor anderthalb Jahren einen Ausländer geheiratet habe. Mhm. Und dass ich jetzt Anfang des Jahres gemerkt habe, dass ich auf so eine Scheinehe reingefallen bin. Dass er nur Papiere von mir haben möchte, was ich ihm natürlich verweigert habe. So, ich habe ihm dann gesagt, dass ich mich von ihm trennen werde. Ja, Moment, er will Papiere von dir ja, haben. Ja, also Aufenthaltspapiere für Deutschland. Ja, aber in dem Moment, wo ihr verheiratet seid, ist die Sache doch schon für ihn klar, oder nicht? Nein, wir sind nicht lange genug verheiratet. Ach so, wie lange muss man da verheiratet sein? Also weiß ich nicht genau, ich habe da keine Ahnung, aber ich weiß genau, also ungefähr so zwischen 2 und 3 Jahre ja. Müssen die wohl verheiratet sein. Wie und hast, das sind wir ja nicht. Wir sind ja jetzt bloß ein Jahr und ja. 4, 5 Monate. Wie hast du das denn gemerkt? Dass, ja, ich habe das daran gemerkt, dass er mich dauernd belügt. Inwiefern? Erstmal, was das Geld betrifft. Ja. Dass er sich finanziell überhaupt nicht dran beteiligt an den Abgaben. Aha. So, und wenn man dann gesagt hat, so geht das nicht, dann hat er mal wieder ein bisschen was mitbezahlt. Ja. So, und dann. Hat er Arbeit? Ja, er arbeitet. Ja, als was? Auf dem Bau. Ja. Woher kommt er? Aus welchem Land? Kosovo. Ja. Oder so. Wie lange kanntet ihr euch denn vorher schon? Ja, wir kannten uns schon vorher 3 Jahre. 3 Jahre schon? Mhm. Das ist ja eigentlich eine ganz gute Zeit, wo man jemanden so kennenlernen sollen könnte. Ne? Tja, aber nicht so eine guten Schauspieler wie ich. Ja, das gibt es. Das gibt es. Wann hast du das zum ersten Mal gemerkt? Wie lange wart ihr da verheiratet? Das zum ersten Mal habe ich das gemerkt, da waren wir ein halbes Jahr verheiratet. Mhm. Und dann ist das auch immer stärker geworden, alles? So, und ja, als wir geheiratet hatten, ist er sofort nach Hause gefahren, weil er sagte, seine Mutter muss das sehen, dass er gleich wiederkommen kann und was er mir alles für Storys erzählt hat. Mhm. So, und dann hat er auch mal einen Anruf gekriegt, dass da ein Kind geboren ist und dass er angeblich von der Schweiz und er, das sind so viele Widersprüche. Mhm. So, und im ersten Moment, man ist verliebt, man glaubt ihm. Sind ja die Widersprüche in der letzten Zeit immer stärker geworden? Er hat sich immer mehr zurückgezogen, er ist immer weniger gekommen und er hat seinen Arbeitsplatz immer weiter weggesucht, dass er nicht zu mir kommen muss. Ach so. Hast du das denn auch gemerkt, so im zwischenmenschlichen menschlichen auch, Miteinander, ja. Dass er weniger zärtlich war? Oder gar nichts mehr. Keine Sexualität mehr? Gar nichts mehr. Weiß er das denn, dass das... Er weiß es. Ich habe mich ja Anfang, er war ja am, also im Februar war, Anfang Februar, Ende Januar, Anfang Februar war er da. Und da habe ich ihm das gesagt. Ich habe ihm das auch schon vorher immer gesagt, dass ich denke, dass er mich belügt und dass ich ihn niemals für Aufenthaltspapiere geheiratet habe und dass er die von mir auch nicht bekommt. Nein, was ich fragen wollte, weiß er das denn, dass man eine gewisse Zeit verheiratet sein muss? Sicherlich, das wissen Ausländer alle. Die wissen besser Bescheid wie wir selber. Ja. So, jetzt hat es richtig bei euch gekracht, gehe ich mal von aus. Wenn du, ne, du klingst ja auch so ein bisschen geladen. Ja, das ist doch ganz klar. Guck mal, darf ich du sagen, ja? Ja, natürlich. So, ja. Ich bin aus meiner Wohnung raus. Er hat mir ja Morddrohungen gegeben. Mhm. Die habe ich in meinem Handy schriftlich, die habe ich per Brief schriftlich. Mhm. Und da hat er wirklich wortwörtlich geschrieben, wenn du, wie war das noch? Du kannst machen, was du willst, aber mach nicht Scheiße für mich, mach nicht meine Papiere kaputt, dann kannst du weiterleben. Und machst du die Papiere kaputt, dann passierte das wie mit meinem Chef. Denn sein Chef hatte ihm wohl mal Geld nicht gezahlt, wo er auch schwarz gearbeitet hat, das muss ich auch sagen. Mhm. Was ich auch alles erst hinterher erfahren habe. Also. Und dann hat er dem Chef da also einen auf den Hals geschickt, der hat ihn da mit einem Messer traktiert, in den Rücken gestochen, in die Beine gestochen, das hat er mir erzählt und da hat er zu mir gesagt, genau das passiert dir auch. Ja. Wo ist er denn jetzt im Moment? Er ist in München arbeiten, Kaufbräun. Und du bist weiter weg? Ich bin
weg. Du bist weiter weg. Wie lange hast du ihn jetzt schon nicht mehr gesehen? Na, ich bin jetzt, sagen wir mal, eine Woche habe ich ihn nicht gesehen. Er ist einen Tag vor mir abgereist. Mhm. Und weil ich ja Angst hatte, dass er mir irgendwelche Leute auf den Hals schickt, bin ich nächsten Tag auch Hals über Kopf weg. Ja, wieder in eure gemeinsame Wohnung? Oder um Gottes Willen. Wo bist du denn jetzt? Weg. Einfach weg. Einfach weg, und das muss reichen. Das muss reichen. Das heißt, er hat keinen Zugriff auf dich im Moment. Im Moment nicht. So schlimm, so schlimm ist es, dass du wirklich Angst um deinen... Ich habe Angst um mein Leben, und, ja. und das ist auch nicht Spaß. Das ist richtig ernst. Ja, das glaube ich schon, ja. Wie planst du denn jetzt weiter vorzugehen? Scheidung einreichen? Erstmal brauche ich eine neue Wohnung. Mhm. So, da muss ich mich mit dem Sozialamt in Verbindung setzen, dass ich erstmal Geld bekomme, denn ich sitze wirklich ohne alles da, weil er mir das letzte Geld auch noch aus dem Portemonnaie rausgeklaut hat. Mhm. Und er hat gesagt, er will das so, dass ich wirklich wie ein Assi auf der Straße sitze, dass ich nichts zu essen habe, und dann werde ich schon seine Papiere machen. Mhm. Aber ich mache es nicht. Ja. Denn ich weiß, das ist strafbar. Ja. Wie ist das denn jetzt mit Scheidung? Wie lässt sich das jetzt einfädeln? Naja, ich musste ja erstmal das regeln hier, dass ich überhaupt erstmal eine Unterkunft finde. Und ich bin wirklich bei guten Freunden untergekommen, die er auch überhaupt gar nicht kennt. Da habe ich mich auch jahrelang gar nicht gemeldet. Und dann habe ich einfach gesagt, mein Scheiß, guck, so fährst einfach, denn vielleicht sind die noch da. Und habe ich Glück gehabt, die waren noch da. Okay, das ist jetzt die Sache mit dem... Und jetzt habe ich jetzt Termine, so meinen Anwalttermin gemacht, meinen Sozialamttermin gemacht. Ich suche mir hier eine Wohnung, ich habe mir hier ein neues Konto eröffnet. Mhm. Und wenn ich alles auf der Reihe habe, dann muss ich eben dazu machen, dass sie mir hier Auskunftssperre geben, dass niemand über mich Auskunft kriegt. Gut, aber jetzt wollte ich... Das Ideale wäre, wenn ich eine neue Identität kriegen würde. Ich will wissen, wie das jetzt mit der Eheauflösung funktioniert. Ich werde mich scheiden lassen. Ja. Was sonst? Ich bin doch nicht verrückt. Geht das jetzt direkt? Kannst du das jetzt sofort schon einleiten? Das kann ich sofort einleiten. Hast du schon eingeleitet? Nein, ich habe noch nicht. Ich habe erst am 16. Termin. Ja. Du bist so völlig untergetaucht und weggetaucht. Das kann man ja eigentlich auch nicht so. Man hat ja seine... Du warst nicht berufstätig, ne? Nee, ich bin arbeitslos. Ja, aber man hat ja seine Verbindung, Freunde, Bekannte. Und ja, da das ist nicht. Mein Leben ist mir wichtiger. Du musst alles, hast du jetzt gekappt? Alles weg. Und um einen neuen Anfang zu finden. Ja. Praktisch wie gestorben und wieder aufstehen. Ja. Machst du dir jetzt selbst auch Vorwürfe? Nein. Gott, warum habe ich dir nicht richtig angeguckt? Das ist so, man, wie soll ich das sagen? Die können so gut schauspielen, also da fällt jeder drauf rein. Ich hätte nie gedacht, dass das nicht wirklich Liebe ist. Ich habe geschworen, dass es Liebe ist. Machst du dir dann irgendwie einen Kopf darüber, dass du sagst, warum habe ich den überhaupt geheiratet? Wir hätten ja auch so zusammen. Ne? Ihr hättet ja auch so zusammen sein können. Na, hättet ihr eben nicht, weil er dann zurück hätte gemusst. Ich habe gedacht, dass wir uns wirklich lieben. Ja, und dann macht man das natürlich. Und da haben wir auch über Heiraten gesprochen, aber nicht so, dass da so ein Zwang hinter war. Einfach so, das ist so wirklich vom Herz gekommen. Aber du wirst... Wir sind ja auch überprüft worden vom Standesamt, ob wir eine Scheinehe eingeben. Da haben die uns auch bestätigt, dass es wirklich Liebe ist. Ja. Aber das sind solche Schauspieler, die lügen einem ins Gesicht. Ich weiß, Yvonne, weißt du, ich höre in deiner Stimme, dass du wirklich richtig voller Zorn bist. Ich hasse diesen Menschen. Das höre ich, ja. Weil der mein Leben richtig kaputt gemacht hat, richtig. Mhm. Der hat mir einen Haufen Geld abgenommen, 20.000, also 10.000 Euro. Mhm. Der hat mir von meinem Arbeitslosengeld, das bisschen, was ich habe, hat er mir alles weggenommen. Der hat mich wirklich richtig platt gemacht, weil er mich dahin haben wollte, wo er mich hinhaben will, dass er von mir diese Aufenthaltspapiere kriegt. Das Schlimme daran ist, finde ich auch, dass du einmal jetzt materiell sehr gebeutelt bist, dass man dir deine Heimat weggenommen hat, weil du irgendwo jetzt ganz neu anfangen musst. Ja. Und hinzu kommt dann noch diese große menschliche Enttäuschung. Ja. Das ist ja immerhin jemand gewesen, den du mal geliebt hast. Ne? Und immer noch die Angst, dass er mich immer wieder... Und das auch noch, genau. Ja. Und das auch noch. Ja. Und das auch noch. Also da kommt so viel zueinander, dass man das sehr gut verstehen kann, dass du völlig, völlig neben der Kappe bist und völlig sauer bist und traurig und zornig und Hass erfüllt. Traurig kann ich nicht sagen. Ich hasse diesen Menschen. Ja, ja. Man kann nicht so verlogen sein. Hast du denn jetzt so einige Menschen zumindest, du hast gerade eine Andeutung gemacht, die dich schon in gewisser Weise unterstützen und dir ein bisschen helfen? Ja, schon. Das schon. Ja. Ich überlege gerade, ob wir dir vielleicht irgendwie mit irgendwelchen Telefonnummern noch helfen können, dass du irgendwie noch für dich wichtige Informationen bekommst. Ich würde deshalb mal vorschlagen, dass du jetzt mit meinem Psychologen noch ein paar Worte redest. Vielleicht kommt dir auf das ein oder andere Problem noch, wo wir dich vielleicht ein bisschen unterstützen könnten. Mir geht es hauptsächlich darum, das gucken ja sehr viele Leute, diese Sendung, ich gucke sie ja auch regelmäßig,
dass man einfach wirklich vor solchen Leuten warnt. Ja. Denn ich bin ja nicht die Einzige, die darauf reingefallen ist. Ich kenne eine Frau mit 2 Kindern. Der Mann hat die halb totgeschlagen. Die Kinder sind da psychisch kaputt. Ja. Die Frau ist von einem Frauenhaus ins andere, bis sie endlich auch die Scheidung durchhalte. Und aber die ist auch untergetaucht, das weiß ich. Weißt du, Yvonne, das Schwierige ist ja, die Menschen, die in die Situation kommen, haben ja im Prinzip alle dasselbe durchgemacht wie du. Die waren ja mal in dem Glauben, das ist ein Ehrlicher und der liebt mich wirklich. Ja. Ne? Wie soll man das frühzeitig dann doch durchschauen? Das ist kann ja das, man nicht durchschauen. Ja, das ist das große Problem. Letztendlich kannst du nur dazu aufrufen, dass man vielleicht doch noch eine Nummer kritischer und skeptischer ist. Ne? Mehr kann man ja gar nicht machen. Tja, ja. Man muss da wirklich... Also ich bin da, man merkt es daran, wenn die sehr viel nach Hause fahren. Also wenn man dann auch nicht in die Familie mit hingenommen wird. Ich bin ja auch nie bei seinen Eltern zu Hause gewesen nach der Hochzeit. Er hat mich ja nie mitgenommen. Er hat ja immer gesagt, das ist ein finanzielles Problem. Mhm. Aber ich persönlich denke, dass er da eine Frau hat. Mhm. Also nicht das verheiratet ist, aber dass er da eine hat. Das finde ich einen guten Hinweis. Wenn man nicht mit in die Familien hineingenommen wird, dann kann schon irgendwas nicht stimmen. Ne? Ich meine, die nehmen die auch mit in die Familien. Also das ist kann man nicht so... Aber ich Gibt's würde auch. Sagen, also das ist ein Grund mit. Ja. Der zweite Grund ist, wenn die sich also... sehr wenig zu Hause sehen lassen. Also in der Familie. Und auch, wir hatten ja auch nie eine gemeinsame Zeit gehabt. Er war ja immer weg. Ja. Und wenn die sich finanziell überhaupt nicht beteiligen. Also wenn man bei denen ans Portemonnaie geht, das ist, als wenn man denen das Herz rausreißt. So, jetzt legst du auf. Ja. Und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir dir vielleicht doch irgendwie noch ein bisschen helfen können. Für mich ist es wichtig, dass viele, viele, viele Frauen das hören und dass die nicht mehr auf... Entschuldige bitte, dass auf solche Schweine reinfallen. Ja. Denn in meinen Augen ist das ein Schwein. Das kannst du sicher aufgrund deiner eigenen Erfahrung jetzt so für dich subjektiv sagen. Du legst auf, Yvonne. Ja. Ich wünsche dir das alles. Vielen Dank auch. Es ist super schwierig, aber ich hoffe, dass du gut rauskommst. Ja, denke ich mal. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Wiebke. Wiebke ist 20. Guten Morgen. Ja, hallo. Ja. Wiebke. Mein Thema. Ja. Meine Freundin möchte heiraten. Ach, sag bloß. Ja, ist aber gar nicht so schön, wie sie das erstmal klingt. Na, wie alt ist die Freundin? 20. So ihr wie du. Ihr Freund, ja, ganz genau. Ihr Freund? Ihr Freund ist 26, 27 ungefähr. Ja. Ist Algerier, ist illegal hier, hat zurzeit einen Asylantrag gestellt. Haben wir ein ähnliches Thema wie gerade? Jawohl. Und er ist zudem noch straffällig. Er ist auch bestraft. Ja. 2,5 Jahre auf Bewährung, weil er an einer Entführung beteiligt ist oder gewesen ist. Sehr schlimm. Und er ist illegal in Deutschland? Zurzeit nicht. Also weil er halt diesen Asylantrag... Aha. Diese Bestrafung, ist die in Deutschland ausgesprochen worden? Ja. Oder? Ja. Mhm. Das ist alles in Deutschland passiert. Ja. Er war vorher illegal hier, aber hat jetzt halt diesen Asylantrag gestellt, nachdem er in Untersuchungshaft war und dann rausgekommen ist und 2,5 Jahre auf Bewährung gekriegt hat. So, und jetzt bist du die gute Freundin. Und du ganz sagst, lass die Hände von dem. Ja, ich soll Trauzeugin sein bei dieser Heirat. Mhm. Ich habe zugestimmt. Warum? Weil ich nicht will, dass sie meint, dass ich ihr nicht vertraue. Sondern sie soll immer einen Ansprechpartner haben. Sie hat auch eine sehr schlimme familiäre Situation. Also das geht gar nicht bei ihr. Ja. Und viele Freunde haben sie auch, also neben mir ist noch ein zweiter Freund, der sie ja unterstützt, sozusagen. Und nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich da eigentlich nicht so für bin, meldet sie sich kaum bei mir. Also deswegen, ich möchte ihr halt zeigen, dass sie sich ja bei mir melden kann, dass ich für sie da bin. Mhm. Finde ich ein bisschen zwiegespalten und schwierig auch, ne? Ja. Du kennst den Fall besser und ich höre wirklich deine Sorge und die ist sicherlich auch teilweise oder vielleicht sogar ganz begründet. Da finde ich auch, dass man als Freund, als Freundin die Aufgabe hat, zu warnen und zu sagen, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg für dich, aus dem Grund. So, das tust du ja auch, hast du ja auch gemacht. Ich weiß aber nicht, ob man nur, um zu signalisieren, hier, ich bin für dich da, dann auch so etwas quasi durch den Zeugenstand unterstützen soll. Ja, ich hätte da für mich ein unreines Gefühl, sage ich mal. Ich würde ihr sagen, hier, ich bin für dich da, was auch immer passiert, aber ich finde es nicht gut, was du machst, ich kann es nicht akzeptieren. Ich möchte es auch nicht unterstützen, aber ich bin für dich da. Ja, nur das Ding ist, ich habe das halt gesehen, wie sie dann darauf reagiert hat, wenn andere Freundinnen ihr das so gesagt haben. Ich habe ihr das so heftig gesagt auch. Ja. Auch in wirklich, dass ich das nicht gut finde und dass sie mit dieser rosaroten Brille rumläuft. Mhm. Aber
und zu diesen anderen Freunden hat sie kaum noch Kontakt. Sie ist auch in dieser Clique drin von ihm. Und diese ganzen Dinge, die die Anruferin vorher gesagt hat, die stimmen zum Beispiel nicht. Also sie hat auch schon mit den Eltern geredet von ihm. Mhm. Sie hat auch, und mit der Schwester. Mhm. Er trägt auch also bei mit Geld, mhm. Das er von seinen Eltern kriegt. Und er ist halt immer bei ihr. Ja. Also das, diese ganzen Punkte, die die Anruferin vorher gesagt hat, okay, stimmen hier nicht. Aber dennoch unterstützt du es ja eigentlich nicht. Ja, aus dem Grund, wenn man sowas Schlimmes wie eine Entführung macht, mhm. das ist, da greift man in ein Leben von einem anderen Menschen mhm. ein, in einem so großen Maße, mhm. wie man da noch, ich weiß nicht, wie ein solcher Mensch Liebe empfinden kann zu jemandem. Das ist, und dann verstehe ich habe irgendwie so das Ding, dass sie möglicherweise wirklich in ihr Unglück läuft. Ja, so, aber es ist jetzt wirklich die ganz große Frage, sollst du es machen, sollst du es nicht machen? Ne? Wobei sich das Thema möglicherweise nicht mehr stellt, weil sie demnächst nach Algerien fliegen will mit ihrem Freund. Da bin ich auch, also da habe ich ihr gesagt, ey, ich hab keine Ahnung, ob die jemals wieder zurückkommt. Du kannst natürlich, sie ist eine erwachsene junge Frau. Du kannst sie nicht mit Gewalt zu irgendetwas bringen, das ist völlig klar. Es ist immer so die Frage, dass man selbst mit sich im Reinen ist, dass man später vielleicht auch sagen kann, das habe ich richtig gemacht. Ja. Wenn es vielleicht der richtige Weg ist, einfach den Kontakt zu ihr aufrechtzuerhalten, diese Trauzeugengeschichte zu machen, ja, dann vielleicht sollte man das sogar auch dann noch machen, wenn sie so empfindlich ja. ist. So, im ersten Moment habe ich gerade dazu tendiert zu sagen, nein, aber mhm. eigentlich, ich muss mal eben die Fernsehzuschauer begrüßen, ja. Bleibt mal eine Sekunde mhm. in der Leitung. Ja. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio hier im Fernsehen. Wir sind im Fernsehen ein bisschen später, wir bitten das zu entschuldigen und haben hier im Radio schon angefangen. Ich spreche gerade mit Wiebke. Wiebke ist 20 Jahre alt und Wiebke hat ein Problem. Sie ist befreundet mit einem Mädel, die auch 20 Jahre alt ist und die wiederum jetzt heiraten will. Und der Mann, den sie heiraten will, der, Wiebke, beschreib ihn nochmal ganz kurz für die Fernsehzuschauer, was das für ein Mann ist. Ja, der ist Algerier. Ja. Ist eigentlich, also war illegal hier, mhm. Ist straffällig geworden, wurde geschnappt, also war an der Entführung beteiligt. Mhm. Und ist verurteilt worden zu 2,5 Jahren Bewährung und ja, hat jetzt Asylantrag gestellt. Ja, und das Problem von Wiebke ist jetzt, die Freundin hat sie gebeten, sie soll Trauzeugin werden. Und Wiebke ist eigentlich gegen diese Ehe, ne? So kann man sagen. Ja, weil ich diesen Mann nicht kenne. Ich möchte auch nicht vorher urteilen, ja. aber das, was er getan hat, ist so schlimm. Also ich weiß nicht, wo da noch was Gutes sein kann in mhm. jemandem. So, jetzt habe ich gerade zu ihr gesagt, okay, wenn du das nicht richtig findest, dann kann man eigentlich auch nicht Trauzeuge sein. Wenn man Trauzeuge ist, muss man wirklich hinter einer Ehe stehen und hinter beiden stehen und hinter der Verbindung stehen. Daraufhin hat Wiebke gerade gemeint, dann zieht die Freundin sich ganz zurück und der letzte Strohhalm vielleicht wird ihr auch noch genommen. Das ist die Problematik, ne? Der Konflikt ja. im Moment. Das ist wirklich kompliziert, weil ich stehe schon auch auf dem Standpunkt zu sagen, wenn man Trauzeuge ist, muss man hundertprozentig hinter der ganzen Angelegenheit stehen. Ja, das sagen meine Eltern, das sagen auch Bekannte von uns, die auch mit solchen Thematiken viel beruflich zu tun haben. Mhm. Die haben mir alle gesagt, dass es bescheuert ist, dass ich zugesagt habe. Mhm. Aber für mich, mein Gott, dieses arme Mädchen, das hat auch so eine schlimme Vergangenheit. Mhm. Also die ganze Familie ist... Vielleicht muss man auch da mal fünfe gerade sein lassen. Mhm. Ne? Ich höre heraus, dass dir die Freundin sehr viel wert ist. Ja. Und ich höre daraus, dass du auch gerne das Vertrauensverhältnis weiter haben möchtest zwischen dir und der Freundin. Ja. Und du hast Sorge, wenn du jetzt die Sache mit der Ehe absagst, dass sie sich von dir zurückzieht. Ganz genau. So, dann könnte man vielleicht in dem Sinne mal fünfe gerade sein lassen. Du hast für dich deine Skepsis innerlich schon formuliert. Ja. Auch für später kannst du es ja für dich dann auch so klar in Erinnerung behalten. Ja. Dass du es eigentlich nur für deine Freundin tust. Ja. Dass du es für deine Freundin tust, dass du da bist für deine Freundin, falls was Schlimmes passiert. Dass sie dich braucht, dass sie weiß, die Wiebke ist da. Das ist meine Freundin, auch wenn sie vielleicht ein bisschen anders denkt und auch kritisch ist. Aber letztendlich steht sie mir zur Seite. So ja. könnte man es schon eigentlich sehen. Ja. Das haben wir jetzt während des Gesprächs eigentlich auch so entwickelt. Ne? Im ersten Moment habe ich ja gerade auch gesagt, nee. Aber je mehr und länger wir darüber sprechen, finde ich schon Wiebke. Mhm. Weil in dem ganzen Gespräch, was du gerade jetzt alles von dir gegeben hast, war immer rauszuhören, die ist mir wichtig. Ja, ist sie auch. Ne? Ich kenne die seit mein ganzes Leben lang. Ich kenne sie seit der Geburt. Mhm. Du hast ja zu ihr auch schon deine Bedenken geäußert. Ja, habe ich. So, habe ich, dass sie sich auch rechtlichen Beistand holen soll, muss. Was ist, wenn sie nach Algerien geht, dort heiratet und kommt nicht wieder zurück? So. Weil es nicht geht.
Also, vielleicht könnte man es so formulieren, dass du das nochmal alles bedenkst und es ihr nochmal sagst, welche Vorbehalte du hast. Ja. Aber dennoch ihr zusagst, dass du Trauzeugin sein wirst. Ja. Weil du gerne an ihrer Seite stehen möchtest. Ja. Ne? Dann verhältst du dich ganz korrekt. Mhm. Du hast sie aufgeklärt. Du hast sie auch nochmal auf die eventuellen Risiken hingewiesen oder auf deine Bedenken hingewiesen und dennoch bist du da. So ist es gut. Ich glaube, so müsste man es machen. Okay. Wiebke. Ja. Das haben wir es aber in ein paar Minuten Gott sei Dank hinbekommen. Ja, stimmt. Ne? Ja. Dann wünsche ich alles Gute und hoffentlich, dass dennoch da in der Verbindung, die sich da gerade antut, dass es doch funktioniert. Das hoffe ich auch. Hoffen wir mal alle. Ja. Alles Gute, Wiebke. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine lieben Fernsehzuschauer, Fernsehmenschen, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, die Hörfunk läuft natürlich auch, aber da ihr gerade dazugekommen seid, unsere E-Mail-Adresse nochmal domian@wdr.de, die Faxnummer 0800 220 50 51 und die Telefonnummer, die seht ihr hier ja auch, 0800 220 50 50. Der Marc ist hier und Marc ist 29. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Marc. Dein Thema. Ja, mein Thema. Also ich bin mit einer Frau zusammen, die für Geld mit anderen Männern schläft. Die eine Prostituierte ist. Ja, also ich mag das Wort nicht so. Also, müssen wir aber so sagen dann, ne? Ja, also sie steht nicht jetzt irgendwie auf der Straße oder sie steht auch nicht in irgendeinem Haus, sondern sie hat ihre Privatkunden. Gut, das ist ja dasselbe in Grün. Ja, ich weiß bloß, ich mag halt das Wort nicht. Das ist gut. mit der Frau bist du zusammen? Ja. Seit wann? Wir sind seit gestern, seit dem 1. sind wir im Endeffekt 9 Monate zusammen. 9 Monate, ne? Seit wann weißt du das von Anfang an, dass sie diesem Gewerbe nachgeht? Also ich habe sie kennengelernt durch einen Freund, hatte mich total sofort in die Frau verliebt. Ja. Und wir sind dann zusammengekommen, obwohl ich eine Freundin hatte, mit der hatte ich damals Schluss gemacht. Bin dann mit ihr zusammengekommen und ich bin da halt so ein bisschen ein kleiner Fuchs und hab ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden durch Zufall, dass sie halt das macht. Aber man ist doch nicht ein kleiner Fuchs und recherchiert mal irgendwie so. Du musst doch da schon ein bisschen skeptisch gewesen sein. Ja, oder? Ich bin also das hat was mit meinen vorigen Beziehungen zu tun, dass ich halt enttäuscht worden bin. Und es war bei mir ist halt ein bisschen schwer, Vertrauen aufzubauen, jemanden gegenüber. Ach so, dann hast du ganz einfach, ohne dass irgendwelche Anhaltspunkte da waren, hast du nachgeforscht. Ja. Ach, das ist ja auch krass. Ja, das ist wirklich auch krass. Und nun forschst du mal eben mal so einfach mal nach und schwuppdiwupp kriegst du raus, dass die Frau für Geld ins Bett geht. Ja. Um es mal anders auszudrücken. Ja. Ja, da hat dich doch der Schlag getroffen, oder? Was heißt eigentlich... Wie soll ich das sagen? Ich war schon überrascht, weil von der Person her, wie sie ist, ist es eigentlich gar nicht mal so zuzutrauen. Also sie ist als du das rausgeforscht hattest, lief da schon ein bisschen was zwischen euch beiden? Ja, wir waren schon zusammen. Und hast du sie dann gleich darüber informiert, was du rausbekommen hast? Nein, habe ich nicht, weil wir haben immer wieder drüber geredet und und ich habe halt gemerkt, dass sie immer wieder mir Sachen erzählt hat. Wie findest du so Rotlichtmilieu und sowas. Und du saßt da ganz entspannt und dachtest, sie soll mir erzählen. Ja, ich mag das nicht, ich bin dagegen und sowas. Und hast die arme Frau zappeln lassen? Ja. Wie lange hast du sie zappeln lassen? Sie hat mir es dann auch gesagt. Sie hat gesagt, du, pass auf, es ist so, ich mache das und hat es mir auch erklärt, wie sie es gemacht hat über eine Agentur. Und Ist das ihr Hauptjob? Nein, das ist nicht ihr Hauptjob. Was macht sie im Leben? Nebenbei tut sie, also sie arbeitet im Hotel. Ja, im Hotel. Ja. Ja. So, nun seid ihr beiden 9 Monate zusammen. Ja. Während dieser 9 Monate geht sie aber auch neben ihrer Hotelarbeit auch noch weiter anschaffen. Ja, also das ist so, dass sie jetzt seit vielleicht 3 Monaten oder sowas das nicht mehr macht, mir zuliebe. Aha. Also sie hat das aufgegeben, also nicht aber ganz. Sie lässt sich immer noch so ein Hintertürchen offen. Was heißt das? Sie hat zum Beispiel immer noch die Telefonnummer von irgendwelchen Kunden. Also das bedeutet im Klartext, dass du es nicht möchtest? Es ist für mich schwer. Ja, und um dir entgegenzukommen, hat sie jetzt gesagt, ich höre es auf. Genau. Warum hast du angerufen? Ja, weil es ist ein Problem, halt. Es ist schon ein Problem, dieses bisschen vertrauensmäßig. Also ich vertraue ja schon, es ist nicht so. Weil eigentlich könnte man ja jetzt sagen, ihr seid auf dem richtigen Wege. Sie hört es auf, noch nicht so ganz richtig, aber immerhin ist es ein Signal an dich.
Ja. Aber du bist noch skeptisch, oder was ist? Ja, es ist für mich sehr schwer. Also wenn ihr Telefon klingelt zum Beispiel, fängt mein Herz an zu klopfen, weil ich mir irgendwie vorstelle, ja, es könnte irgendein Freier sein oder sowas. Also für mich ist es schwer. Wir streiten uns auch ziemlich oft. Ja, aber das liegt ja vielleicht daran, dass sie sich noch dieses, wie du es gerade ausgedrückt hast, das Hintertürchen offen gelassen hat. Sie sagte mir halt, sagte ja, wenn es mal so weit kommt, dass ich kein Geld habe oder sowas, und dann will ich schon ein Hintertürchen haben. Ach so. Ja, da wäre ich an deiner Stelle natürlich auch eher ungehalten, ja, nett halt ausgewirkt. Wenn, dann muss es auch ganz und gar sein. Ist sie scharf, so scharf und abhängig von der Kohle? Nee, sie ist eigentlich ziemlich ein schlaues Köpfle. Also sie ist ziemlich intelligent und sie könnte im Endeffekt alles machen. Was sie anfangen würde, denke ich mal, würde sie auch zu Ende bringen. Ja. Aber es ist halt, es ist, denke ich mal, einfach das Leichte. Weil sie erklärt mir immer, sagt sie, ja, wenn sie dorthin geht, ist es ja, einfach ja, auch, ich schalte total ab. Sag mal, Marc, 9 Monate oder dann 6 Monate, hast du das ausgehalten, dass deine Freundin, die du lieb hast, in die du richtig verknallt bist, frisch verknallt bist, ja, dass die ab und zu immer wieder mal als Hure, ich sag's mal doch so drastisch, damit was auch, als Hure arbeitet. Wenn sie dann unterwegs war, warst du da nicht völlig wimmelig und sauer oder eifersüchtig oder verärgert oder wie man das nennen mag? Ja, es war Wut und ja. Angst und ja. Es ist ein komisches Gefühl, man kann es nicht erklären. Ich könnte mir vorstellen, dass jedes Mal, wenn sie dann zurückkam, der Haussegen irgendwie bei euch schief hing. Oder du irritiert warst. Es ist nicht so, dass wir, wo sie zurückkam, dass wir darüber gestritten haben oder so. Nee, aber die Stimmung war wahrscheinlich bei dir, was man gut verstehen kann, war wahrscheinlich... Ja, es war schon ein bisschen, dass ich so ein bisschen zurückhaltender ja. war. Also, es war für mich schwer. Hast du denn dann, immer wenn das passiert war, danach mit ihr entspannt schlafen können? Ja. Hat man da nicht immer noch die Gedanken, na, wer war gerade in ihr? Nein, das versuche ich jetzt zu verdrängen. Mhm. Aber es stimmt schon, es ist schon ab und zu mal da. Aber ich denke einfach so, ich habe die Frau einfach zu sehr lieb. Ja. Und immer daran zu denken. Und wenn sie neben mir liegt, bin ich einfach nur froh, dass sie neben mir ist. Hast du denn so richtig Druck gemacht, dass sie gesagt hat, nee, ich höre damit jetzt auf? Oder hat sie es von sich aus gemacht, weil sie ahnte und witterte, dass du das nicht so magst? Nein, es kam schon von mir auch. Also das, wie gesagt, wir haben uns ja gestritten hin und her, auch wegen dieser Sache halt. Mhm. Und es kam halt von ihr alleine im Endeffekt, also nach und nach, dass sie dann... Finde ich gut. Ja, aber ich muss dir recht geben, ich wäre an deiner Stelle auch noch immer unzufrieden. Mhm. Ich wäre erst froh und würde ja, also, entspannt sein. So arg unzufrieden kann ich eigentlich gar nicht sein, weil ich hab ja gewusst im Endeffekt, was sie macht. Ich hätte ja immer noch Schluss machen können. Mhm. Also im Endeffekt... Gut, kann man so argumentieren. Andererseits könnte man argumentieren, wenn die Frau dich auch wirklich liebt, kann sie ja verdammt nochmal, ja, dann soll sie verdammt nochmal diesen Job sein lassen. Wenn sie auch zudem noch eine sehr, sehr pfiffige ist und sich anders durchs Leben schlagen kann, dann muss man das nicht machen. Punkt aus. Dann muss man sich auch kein Hintertürchen aufhalten. Punkt aus. Dann muss man das für den Freund, für den Mann machen. Und das Recht hast du auch, finde ich schon. Ich weiß gar nicht, ob ich das so lange ausgehalten hätte, was du da aushältst. Ja, es ist einfach, wie gesagt, also wenn ich sie sehe, bin ich total glücklich. Ja, und ist ja alles okay. Sie ist eine Person, so eine Person habe ich noch nie kennengelernt. Weißt du, Marc, ich finde, du könntest das ruhig noch ein bisschen mehr fordern. Du hast ja schon, du bist ja schon sehr, sehr tolerant damit bislang umgegangen. Mhm. Ich finde, dass du das fordern könntest, dass das Hintertürchen auch zugemauert wird. Punkt. Mhm. Finde ich schon. Ja gut, ich meine, ich bin auch kein leichter Fall, also sagen wir es mal so, ich habe momentan auch keine Arbeit und so, und sie hat mir auch schon mal gesagt, ja, such dir eigentlich eine Arbeit, wir müssen gucken, dass unsere Zukunft irgendwie vorankommt, ja, dann such dir eine Arbeit. Etwas schaffen. Ja. Und ich habe das auch alles vor, weil, wie gesagt, ich in der Frau sehe ich einfach eine Frau, die... Ist mir alles klar, Marc, aber du hast mich ja angerufen, weil da doch letztendlich noch ein unwohles Gefühl ist. Und ich möchte dich einfach nur bestärken darin, dass das verständlich ist, dieses unwohle Gefühl. Und dass du ruhig auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen härter das einfordern kannst. Wenn die merkt, vielleicht, wie wichtig dir das letztendlich ist, dann wird's. Sie hat ja schon viel gemacht. Sie hat ziemlich viel gemacht. Sie muss ja nur den letzten kleinen Punkt noch setzen, dann ist es gemacht. Den letzten kleinen Schritt. Sie hat ziemlich viel gemacht. Also, wie gesagt, in letzter Zeit macht sie gar nichts mehr. Ja.
Das ist für mich auch ziemlich leichter geworden. Es ist, wie gesagt, es ist immer noch dieses Gefühl, wenn mal das Handy klingelt oder irgendetwas. Ja. Und genau darüber sprichst du mit ihr in der nächsten Zeit. Also ich könnte wetten auch, dass sie jetzt zuguckt. Ach so. Ich bin ja, im Endeffekt bin ich ja durch sie an dich gekommen. Ach so. Ich habe sie kennengelernt. Wie heißt sie mit Vornamen? Domian und jetzt bin ich auch ein Zuschauer geworden von dir. Nee, du musst den Vornamen nicht sagen, aber sie wird dich längst erkannt haben, wenn sie jetzt zugeschaut hat. Ja, denke ich mal. Also liebe Freundin von Marc, wenn du den Marc auch sehr liebst und irgendwie hört sich das ja so an, ja. Dann lass es bitte gänzlich sein und mach das letzte Türchen, verschließ es für immer und ewig und konzentriert euch auf eure Liebe. Und wenn du eine tolle Frau bist, und das habe ich ja gerade rausgehört, dann such dir andere Möglichkeiten, mach was anderes aus deinem Leben. Es ist sowieso eine tolle Sache, vielleicht jetzt den Absprung so geschafft zu haben mit einer Liebe, mit einem Mann. Ja, so, weißt du, mehr sagen wir jetzt nicht mehr. Das soll jetzt nachwirken bei der Freundin. Okay? Lieber Marc, ich wünsche euch beiden alles Liebe, alles Gute. Viel Glück. Danke dir, Dominik. Tschüss. Mach weiter so. Tschüss. Ja. Der Matthias, der ist auch hier heute. 33. Hallo. Ja, hallo. Ja, Domian. Matthias. Danke. Danke. Und dir? So, ja, auch sehr gut. Gut. Mein Problem ist folgendes, und zwar, ich bin jetzt im halben Jahr, bin ich vom Arbeitsamt vermittelt worden. Mhm. Vor einem halben Jahr? Vor einem halben Jahr. Ja. Und zwar als Feuerbestatter. Der Feuerbestatter möge bitte mal sein Radio und das Fernsehen ganz leise drehen. Alles klar, einen Moment kurz. Mhm. Als Feuerbestatter. Ja, richtig. Als Feuerbestatter. Und zwar ist das Problem, und du arbeitest jetzt seit einem halben Jahr als Feuerbestatter? Bitte? Du arbeitest jetzt auch seit einem halben Jahr als Feuerbestatter? Ganz richtig, ja, ja. Was genau muss man als Feuerbestatter machen? Klingt ja im ersten Moment ein bisschen gruselig. Ist es auch. Also für mich ist es eigentlich nichts. Und ich muss das vom Arbeitsamt das halt annehmen, weil zurzeit die Stellen ja rar sind. Ja. Was hast du vorher gemacht beruflich? Ja, Schreiner. Schreiner. Ja, richtig. Das ist ein großer Unterschied. Ja, das ist ein riesengroßer Unterschied. So, nun musstest du das annehmen. Jetzt erzähl mal, was du da machen musst. Ja, das ist folgendermaßen. Das sind drei Schichten. Mhm. Und man verbrennt also tote Menschen. Mhm. Wie funktioniert das? Das geht eigentlich wie am Fließband. Hört sich wirklich makaber an. Es ist aber so, am Fließband, da fährt man eine... Du musst dir vorstellen, da fährst du wie auf so einer Sackkarre, fährst du die Särge Richtung Ofen, Verbrennungsanlage. Ja, aber die Särge sind verschlossen. Die sind immer verschlossen. Also du siehst keine Leichen. Ah, du kommst also nicht in Kontakt direkt mit Leichen. Nicht direkt. Gut, wenn du natürlich welche sehen willst, dann siehst du die auch. Aber da habe ich überhaupt kein Interesse. Wie kann man die sehen? Indem man einfach den Sarg mal aufmacht, oder was? Sicher, ist ja kein Thema. Es ist ja ein Vorhängeschloss dran, ne? Ja. So, und dann fährst du die hoch, pumpst du die hoch, ja, zum Ofen. So, und dann geht das alles ja automatisch. Du hast ja einen Computer, ist ja alles computergesteuert. Mhm. Der wird auf 1200 Grad erhitzt, mhm, der Computer. Dann fährst du die ein, mhm, alles auch automatisch per Laufband. Ja. Dann dauert das so ungefähr Verbrennung 90 bis 120 Minuten, bis alles wirklich weg ist. Das heißt, der Sarg und der Mensch, beides wird verbrannt. Richtig, ganz genau. Ja. So, natürlich gibt es da die Probleme, es gibt tote, ältere Menschen oder kranke Menschen, die haben Hüftgelenke drin, künstliche Gelenke, Teile halt, die werden nachher nach der Verbrennung ausgesondert. Ja, wie geht das? Ja, das ist das Problem. Und zwar, das ganze Problem hängt damit zusammen bei mir, ich halte das psychisch nicht aus. Mhm. Und zwar habe ich hier den ganzen, nach der Verbrennung, mit den Teilen zu tun. Man muss also die künstlichen Gelenke nachher aussondern. Also da gibt es dann irgendwie so ein Ascheschoss, sage ich jetzt mal ganz despektierlich, wo man das raussuchen muss oder wie? Ja, das fällt ja alles durch den Rost. Das wird dann sortiert. Ja. Knochenteile, wo übrig bleiben, oder die Knochenreste, die kommen dann in so eine Knochenmühle rein. Mhm. Alles nochmal gemalt. Vermahlen, besser gesagt. Das heißt, man nimmt ihr Mitarbeiter dort, müsste diese Knochenteile von Hand dann da rausnehmen und in die Mühle stecken. Ja, die sind nachher im Eimer drin. Ja. Es wird alles automatisch dann vermahlen in der Mühle drin. Mhm. Und kommt das dann in eine Urne und wird verblombt. Jetzt muss ich gleich mal zwischendurch was fragen, was wahrscheinlich alle Leute gerade in dem Moment denken. Kann man denn wirklich sicher gehen, dass da nicht die Knochenteile durcheinander gemischt werden?
Ist in der Urne wirklich das drin, was man vermutet? Nämlich der Mensch und die Überreste, der draufsteht? Also dann können die Firma zumachen, das ist 100%. Da gibt es keine Zweifel. Das darf sich keiner erlauben. Ah ja, da wird auch nicht getrickst irgendwie ein bisschen, dass dann Knochen von Tante Trutchen und der Schädel von Onkel Heinrich oder so, das ist nicht so. Um Gottes Willen, nee, ja. Der Laden kann recht dicht machen. War ich immer skeptisch, ob das, ich denke mal, ist da wirklich auch die Asche drin von dem Verstorbenen. So, also ihr müsst das da machen. Ihr müsst mit dem Eimer die Knochenreste dann zu dieser Mühle transportieren und da wird das durchgedreht und dann kommt das alles in eine Urne. Ja. Wird das alles von Hand dann in die Urne eingefügt? Die Knochenteile und alles, der Rest, der liegt ja im Gefäß drin. Und das wird dann richtig reingekippt. Mhm. Sie vorstellen, jetzt was weiß ich, wie wenn du hier Raum sortierst, so ungefähr. Du kommst also kaum nicht, also kommst nicht, du hast ja Handschuhe an, du hast Sicherheitshandschuhe an. Ja. Du kommst mit den Knochen nicht in Kontakt. Ja. Wird alles in so einen Behälter reingekippt. Ja. In die Knochenmühle reingekippt und dann wird das zermahlen. Mhm. Das dauert auch nochmal so, was weiß ich, Viertelstunde, 20 Minuten. Ja. Dann kommt das Ganze in der Urne und wird verplombt. Und dann ist der Arbeitsgang quasi beendet. Ja. Und das machst du den ganzen Tag sowas? Den ganzen Tag habe ich damals vom Arbeitsamt gekriegt. Wie riecht das da in so einer Verbrennungsanlage? Geruchsfrei. Es ist, also riechen kannst du ja nichts, aus dem Grund, allein durch die 1200 Grad und durch die aber zum Beispiel, wenn diese Knochen nochmal durchgemahlen werden, das könnte ja auch einen spezifischen Geruch geben. Ich weiß es nicht, frag dich. Das ist ganz abgedichtet alles. Ganz abgedichtet, ja. Da kommt nichts raus, das wäre auch unerträglich, weil das ist ja ein geschlossener Raum, wo wir sind. Jetzt sagst du, ich bin seit einem halben Jahr eben tätig als Feuerbestatter und muss das tun, was du uns gerade jetzt so beschrieben hast. Ich halte das psychisch nicht aus. Sagst du, ne? Richtig. Bei mir kommt der TAF, das sind ja drei Schichten. Da kommt TAF über oder nachts, je nachdem, wann ich schlafe, kommen da Albträume hoch. Mhm. Mhm. Ich sehe die Leute quasi, obwohl ich sie nie gesehen habe, aus dem Ofen rauskommen. Mhm. Als Erscheinungen oder Geister, egal wie. Mhm. Ich habe auch Kindersärge schon gesehen, wo wir reingekommen haben. Ne? Ja. Ja, viele Eltern, die wollen ihre Kinder gar nicht so bestatten, die wollen die verbrennen lassen. Ja, ja. Aus welchem Grund auch immer. Und das geht einem sehr nah. Und das Schlimme ist, wir arbeiten zu zweit in dem Shop drin. Mhm. Und der Mitarbeiter macht das schon, mit dem ich da arbeite, der macht das schon 15 Jahre. Mhm. Und dieser Typ ist auch sehr finster mir gegenüber. Der ist sehr ernst, der ist auch nicht um ein Gespräch bereit. Der macht das wie ein Roboter. Ne? Das heißt, du meinst, sowas wirkt auch auf Dauer sehr auf die Seele, dass man finster wird, so wie du es ausdrückst. Ja, sicher. Und das Problem ist auch, ich kann von heute auf morgen nicht sagen, ich schmeiß die Scheiße hin. Ja. Du musst es weitermachen. Bis was anderes habe. Hast du Familie? Ich bin geschieden. Du bist geschieden, Wie geht das denn, wenn man da dann Pause macht, Mittagspause? Hast du da überhaupt Appetit, deine Brote zu essen? Ja, das ist ja wieder eine lustige Frage von dir jetzt. Ja. Heißt, das ist, man sagt halt, das ist alles gewohnheitsbedürftig. Mhm. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Zu essen nehme ich mir da gar nichts mit. Das bringt erst gar nichts. Was ich mir mitnehme, ist ein Kaffee. Mhm. Um fit zu bleiben irgendwie oder auch. Das heißt, letztendlich ist jeder Tag, wenn du morgens da hingehst oder zur Arbeit gehst, ist für dich ein Grauen. Ich habe mir auch gedacht, gut, da arbeiten ja Leute, die sind ein bisschen lustig drauf oder man macht mal gern halt, ich sag mal, schwarzer Humor, der muss wahrscheinlich bei dieser Arbeit ja auch funktionieren, sonst funktioniert das Ganze nicht, aber gerade das Gegenteil ist da. Mit dem Kollegen geht das nicht. Das ist Wahnsinn, das ist Horror pur. Also dem geht wirklich nur noch ein schwarzer Frack. Nachdem hier so ein Zylinder auf und dann wird das der Tod neben dir, ne? Ja. Also das kann ich sehr, 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 sehr gut nachvollziehen, Matthias. Ich könnte sowas auch nicht machen. Ich bin einerseits froh, dass du Arbeit hast, sage ich. Ja, sicher, klar. Klar, aber dennoch, irgendwo sind die Grenzen ja vielleicht auch was man verkraftet, was man nicht verkraftet. Das können nur ganz wenige Menschen, glaube ich, machen, die irgendwie sehr hartgesotten sind oder sehr locker sind oder
weiß ich was. Ist dir wirklich nur zu wünschen, dass du so schnell wie möglich da rauskommst und einen anderen Job findest. Wenn du das jetzt so lange schon, jetzt immerhin ein halbes Jahr gemacht hast, würdest du dich selbst auch verbrennen lassen? Gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ich habe zum Tod eigentlich selbst, ich sag mir immer, gut, verbrennen oder beerdigen lassen. Bei mir ist der Tod, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Dann ist es egal, wo du stirbst oder ob du eingefriert wirst. Also dir wäre es im Klartext egal? Das ist mir absolut egal. Ja, mir geht es nur darum, du musst dich ja mit den Toten beschäftigen, in deinem Leben. Und was nachher nach dem Tod ist, ist ja wirklich alles voll wurscht. So, und du möchtest dich nicht mehr mit fremden Toten beschäftigen. Das ist eigentlich die Aussage unseres Gesprächs. Ja, das ist ein Albtraum. Ich möchte dich mal sehen, wenn zu dir einer sagt, jetzt machst du den Job, bleibt nichts anderes übrig. Wer heute keine Arbeit annimmt, egal welche, der muss dann gucken, wie er klarkommt. Der kriegt auch vom Abend nichts. Ja. Zumindest mal, was weiß ich, 3 Monate gesperrt. Und wie würdest du dich verhalten oder was würdest du der Person signalisieren? Ja, ich meine, wahrscheinlich muss man da durch und kann nur hoffen oder rumbaggern und ackern, was das Zeug hält, dass man was anderes findet. Ich meine, du bist Schreiner, du hast einen guten Beruf, da muss es doch möglich sein, dass du in deinen Beruf wieder reinkommst. Ja, in der Umgebung ist momentan sehr schlecht. Also, ja. Also ich kann letztendlich dir nur sagen, halt durch, solange es nötig ist, aber ich wünsche für dich sehr, dass diese Zeit sehr kurz ist, die du noch durchhalten musst. Ist ja, bei mir ist das Problem, ich schlafe am Tag, also letzte 3 Monate höchstens noch 3-4 Stunden. Richtig knacken kann. Ja, oder man kann, ich weiß ja nicht, wie das so geregelt ist im Arbeitsamt, dass man vielleicht auch irgendwie ein psychologisches Gutachten vorlegen kann, dass es wirklich nicht geht und dass man dich da rausholen soll. Habe ich nicht so Ahnung von, wie das so rechtlich ist. Würde ich gerne, dass du mit meinem Psychologen eben noch ein paar Worte darüber sprichst. Dann heißt es wieder, ach, der will ja nicht. Und diese ja gut, aber in dem Fall kann man das ja nun wirklich verstehen, dass das nicht für jedermann was ist. Das ist eine interessante Fragestellung. Ich bin gespannt, was wir rauskriegen. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay, ich danke. Alles Gute, Matthias. Danke. Tschüss. Deine Sendung ist super. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Von Matthias jetzt zu Yvonne. Und Yvonne ist 21. Guten Morgen, Domian. Hallo, Yvonne. Ja, mein Thema ist das Verhältnis zu meiner Mutter. Mhm. Und zwar geht es darum, dass ich im letzten Jahr April meine Oma verloren habe, bei der ich mein ganzes Leben eigentlich bis jetzt verbracht habe. Mhm. Und mit meiner Mutter eigentlich so gut wie gar nichts am Hut. Die Oma hat dich aufgezogen? Genau. Mhm. Warum? Weil meine Mutter schwer alkoholabhängig ist. Ja, sie hat mich halt sehr früh bekommen und hat mich ja, nachdem sie mich geboren hat, quasi bei meiner Oma abgesetzt und hat gesagt so, na, jetzt gehe ich wieder. Und halt seitdem meine Oma nicht mehr lebt, habe ich halt ein ziemlich starkes Problem damit, weil mir halt diese mütterliche Seite fehlt, die meine Oma mir immer gegeben hat. Ja. Und ich halt jetzt nicht weiß, was ich machen soll, weil irgendwo suche ich den Kontakt zu meiner Mutter, die Nähe zu meiner Mutter, aber irgendwie auch nicht, weil ich nicht weiß, ob es richtig ist. Wie sah der Kontakt denn so in den letzten Jahren aus zu deiner Mutter? Ja, wie soll ich das beschreiben? Also sie war 5 Jahre trocken, ist dann wieder rückfällig geworden. Und in der Zeit, wo sie trocken war, war es eigentlich angenehm. Also jetzt nicht wirklich Mutter-Tochter-Verhältnis. War sie trocken in den letzten 5 Jahren oder wie lange liegt das zurück? 2 Jahre ist das jetzt her. Ja? Da gab es eine gewisse Annäherung. Ja. Ja. Aber wirklich nur eine gewisse Annäherung. Ja. Und jetzt seit 2 Jahren ist sie wieder am Trinken? Genau. Ja, und das bedeutet, ihr habt so gut wie keinen Kontakt? Wir wohnen nicht weit voneinander entfernt, ungefähr 1/4 Stunde von mir aus. Wir sehen uns des Öfteren auf dem Friedhof, wenn ich meine Oma besuchen gehe. Sie ruft auch ab und zu mal an, aber leider meistens nur, wenn sie dann halt wieder getrunken hat. Ach so. Und dann blocke ich natürlich ab. Ne? Ja. Das heißt also, wenn sie betrunken ist, ist sie zugänglich zu dir? Dann hat sie ein schlechtes Gewissen vielleicht? Oder? Ja, wahrscheinlich. Und wenn sie nüchtern ist, dann ist sie auf Distanz? Genau. Warum ist das so, weißt du das? Sie hat mir mal gesagt, als sie getrunken hatte, da war sie wirklich sehr betrunken, dass ich durch eine Vergewaltigung entstanden wäre, weil meinen Papa kenne ich nicht. Ach so. Sie hatte auch nie ein Wort drüber verloren. Da war ich natürlich erstmal sehr fertig, das glaube ich, gehört habe. Wie alt warst du da?
Das ist nicht lange her, das hat sie mir ungefähr vor 2 Monaten gesagt. Ach so, ja. Und deine Oma hat das dir auch nie erzählt? Meine Oma wusste das nicht. Meine Oma hat mir wirklich alles gesagt und sie hat gesagt, ich kann dir das leider nicht sagen. Was war denn immer so die offizielle Version, wo ist dein Vater? Also es war so, dass sie damals einen Türken geheiratet hatte, bevor ich geboren wurde. Aber eine Scheinehe war das, damit er halt hier bleiben durfte. Und da hieß es erst, es wäre er gewesen. Dann wurde ein Bluttest gemacht. Das war dann aber nicht der Fall. Und dann meinte meine Oma, da war noch ein anderer Türke halt. Und sie konnte sich nur erklären, dass ich halt von ihm wäre. Und mehr aber wurde darüber dann nicht gesprochen und nicht spekuliert? Und nein, gar nicht. Und du hast auch nicht gefragt, wo ist dieser Mann und was ist mit dem? Nee, weil ich halt ja nie so den Zugang zu ihr gefunden habe. Aber wenn man das dann erfährt von der Mutter, dass man ein Produkt einer Vergewaltigung ist, war das nicht ein Schock für dich? Das war ein riesiger Schock, ja. Hast du dann noch weiter gefragt, wie das da war, wie die Vergewaltigung abgelaufen ist? Oder hast du dich gar nicht getraut? Das war ich habe mich gar nicht getraut. Glaube ich, ja. Also ich war so geschockt in dem Moment, das Gespräch ging dann auch nicht mehr lange. Wir haben dann kurz danach aufgelegt und dann war ich erstmal total fertig mit der Welt. Und irgendwann habe ich sie dann nochmal drauf angesprochen und da ist sie da überhaupt nicht mehr drauf eingegangen. Also sie hat total abgeblockt. Hat sie es abgestritten? Nein, sie hat es nicht abgestritten. Mhm. Da war sie wieder nüchtern. Nüchtern. Ja. Das deutet ja darauf hin, dass das dann wohl stimmt, ne? Ich denke schon, ja. Das würde dann ja auch ihr Verhalten erklären, dass sie ein sehr, sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu dir hat. Ja. Dennoch gibt es in dir, vor allen Dingen nachdem deine Oma tot ist, schon irgendwie ein Verlangen, eine Sehnsucht, ein Bedürfnis danach, zur Mutter Kontakt zu haben. Auch ein Bedürfnis, noch genauer zu erfahren, was geschehen ist, jetzt nachdem du die grobe Andeutung gehört hast? Ja, auf jeden Fall. Ich würde schon gerne wissen. Nur ist das natürlich eine schwierige Sache mit Alkoholikern. Ja. Mit Alkoholikern ist, da kann man ja gar nicht nach normalen Kriterien jetzt sich überlegen, das so und so zu machen. Der allerbeste Weg wäre natürlich erstmal, wenn deine Mutter wieder trocken wäre und man dann einen Zugang suchen würde. Genau. So kann das natürlich alles wieder von heute auf morgen zusammenbrechen. Ja. Sie ist im besoffenen Zustand so und hinterher ist sie wieder so. Und dir sind ja quasi die Hände gebunden. Du kannst sie ja nicht zu einer Entziehung drängen oder hinschleifen. Ne? Sie hat auch momentan gar keinen Willen. Also sie möchte es auch gar nicht. Sie will absolut nicht geholfen werden. Ich habe es am Anfang getan, als sie wieder rückfällig geworden ist. Ja. Habe ich versucht, ihr beizustehen und sie hat jegliche Hilfe abgelehnt. Da kannst du, so bitter das ist, Yvonne, glaube ich, auch gar nichts tun. Das ist, glaube ich, eine sehr traurige und tragische Situation für dich. Du möchtest den Kontakt zu deiner Mutter, du möchtest vielleicht etwas aufbauen, was nie aufgebaut worden ist. Du möchtest über deine Wurzeln erfahren, aber du kannst es nicht, weil die Frau alkoholkrank ist. Und du kannst wiederum an der Alkoholkrankheit nichts ändern. Das muss sie selbst machen. Sie muss für sich entscheiden. Irgendwann muss sie die Entscheidung treffen. Mir muss geholfen werden. Ich muss mich in eine Klinik begeben oder so. Was heißt das? Das heißt, im Prinzip kannst du nur im Moment in einem gewissen Abstand dastehen und abwarten und hoffen, dass sich das Ganze in eine Bahn entwickelt, die für dich gut ist. Dir sind relativ die Hände gebunden. Hast du ihr das schon mal im nüchternen Zustand gesagt in der letzten Zeit, seit deine Oma tot ist, dass du gerne mit ihr Kontakt haben möchtest? Nein, weil halt dieser Bezug nicht da ist. Ich kann nicht wirklich auf sie zugehen, aber sie auch nicht auf mich, das ist ja das Problem. Wie wäre es denn, ich meine, man sollte jetzt zumindest alles unternehmen, von deiner Seite aus, was man unternehmen kann. Das Gespräch fällt dir schwer mit ihr, ne? Ja. Ist sie, ich muss es anders sagen. Wäre es eine Möglichkeit für dich denkbar, dass du in aller Ruhe ihr das mal aufschreibst und es ihr schickst? Das habe ich schon überlegt. Ob ich es mal mit einem Brief versuche. Warum nicht? Es könnte ja ein Anfang sein und man macht da mit Sicherheit nichts falsch. Und ein Brief hat auch die Möglichkeit, dass sie den Brief, den kann sie im Suff lesen, aber der Brief liegt dann im Schoss und irgendwann liest sie ihn vielleicht auch im nüchternen Zustand. Vielleicht kann so ein Brief bei ihr auch etwas in Bewegung setzen. Vielleicht bis dahin, dass sie auch nochmal in ihrem Leben etwas verändert, wenn sie merkt, dass da ihre Tochter steht und möchte einfach mit ihr Kontakt haben.
Versuch es doch mal auf dem Wege. Ja, ich habe da die letzten Tage schon drüber nachgedacht. Mhm. Vielleicht sollte ich das wirklich mal tun. Falsch machen kannst du auf keinen Fall etwas. Und es ist eine Möglichkeit. Und wenn da auch keine Resonanz kommt, dann müsste man nochmal neu denken. Oder man muss, oder du musst, dir bleibt wirklich nichts anderes übrig, als erstmal abzuwarten. Aber du möchtest ja auch gerne was tun, ne? Ja. Das glaube ich. Ja. Ja, mach es. Und einen Brief vor allen Dingen kann man auch lange, den solltest du auch mal schreiben und dann nochmal einen Tag liegen lassen und dann nochmal überlesen, ob auch alles richtig und gut ist, so in deinem Sinne. Ne, mündlich sagt man schon mal Sachen, die man hinterher dann doch anders sagen würde. Es ist ja eine heikle Lage zwischen euch beiden. Ja. Mach das mal so. Das mache ich. Mach das mal so. Vielleicht bringt es ein kleines bisschen was in Bewegung. Hm. Yvonne, alles Gute von Herzen. Dankeschön, Domian. Viel Glück. Tschüss. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, hier ist Tom. Hallo Tom, 27, guten Morgen. Grüß dich, Domian, ich bin's. Ja. Ja, mein Thema. Mhm. Mein Thema ist, ich habe Probleme mit meinem Penis bzw. mit meiner Orgasmusfähigkeit. Mhm. Und zwar ist das aus folgendem Grund so, ich habe ein sogenanntes zu kurzes Vorhautbändchen gehabt. Mhm. Und das ist mir erst aufgefallen, sprich ganz normal, ne, beim ersten Sex und so weiter. Und das macht sich halt, hat sich auffällig bemerkbar gemacht, eben entsprechend, wenn die ganze Geschichte nicht feucht genug abgelaufen ist. Ne? Und das tut ja sehr weh, wenn sich die Vorhaut nach hinten zieht. Ganz genau. Ja. Du kannst dir vorstellen, ne, das Bändchen ist nicht ganz so lang wie die Haut selbst. Genau. Und dadurch geht halt die ganze Spannung dahin. Und da ganz klar ist, ne, ist ja das männliche Pendant zur weiblichen Klitoris, kann man sagen. Ja. Ne? Dementsprechend hält das dann den Orgasmus zurück, beziehungsweise macht ihn ganz zunichte. Mhm. Ne, oder hat so eine Überspanntheit zur Folge. Ja, ja. Ne? Und was ich auch ganz interessant fand, du hast vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube vor 2-3 Tagen, mit einer Frau telefoniert, die was von Geschlechtskopfschmerz erzählt hat. Das ist bei mir auch schon mal aufgetreten. Ach, ja, sie hat erzählt, dass es hauptsächlich Frauen betrifft, aber auch hin und wieder Männer. Hat sie gesagt, genau. Das fand ich, da habe ich auch sehr zugehört, das fand ich auch sehr interessant. Nur sie wusste ja auch keinen Grund dafür, wieso. Nein, und sie war ja in hochkarätiger Behandlung und es hat alles noch nichts genutzt. Jetzt lass mich mal kurz gleich dazwischen fragen. Das Bändchen ist zu kurz. Soweit ich informiert bin, kann man das chirurgisch ganz schnell alles erledigen, ne? Korrekt. Mhm. Das hast du gemacht. Das nennt sich Fremolotomie und ist eine sogenannte Verlängerung. Also ganz kurz beschrieben, stell dir vor, deinen Daumen und deinen Finger, deinen Zeigefinger, die Haut dazwischen, wenn du sie spannst, sieht ähnlich aus wie das Vorhautbändchen. Ja. Jetzt würdest du einen geraden Schnitt durchmachen, also einen rechtwinkligen, und die Schnittkanten vernähen. Mhm. Und dadurch hast du eine Verlängerung. Aha. Na, so musst du dir das vorstellen. Nur dabei ist bei mir auch ein Teil von dem Vorhautbändchen entfernt worden. Ja. Na, und nebenbei gesagt, diese Operation findet nicht allzu selten statt. Also in meinem Alter ist das durchaus normal. Ja. So, jetzt könnte man sagen, dass es anatomisch ist, ist alles relativ in Ordnung. Ja, gewissermaßen. Aber? Nur aber, ich habe im Nachhinein jetzt noch Probleme damit. Also sprich, einerseits habe ich weniger Gefühl. Wann hast du das denn machen lassen? Ich habe das machen lassen jetzt vor fast 2 Jahren. Ja. Ja, so 2 Jahre ungefähr ist das jetzt her. Mhm. Und danach habe ich eben halt erstmal 3 Wochen gebraucht, bis ich überhaupt wieder in dem Bereich einsatzfähig war, vorstellbar. Okay. Und danach war das halt so, dass ich gemerkt habe, hier ist nicht mehr so viel Gefühl da wie vorher. Wie auf der Eichel? Allgemein. Allgemein. Sagen wir so, allgemein, speziell halt im Bereich des Bändchens. Mhm. Na, aber allgemein die Orgasmusfähigkeit dadurch ist ziemlich runtergesetzt. Sprich, ich brauche wesentlich mehr Stimulation, bis überhaupt sich irgendwas tut. Ah. Also sprich, eine Erektion ist kein Problem. Mhm. Ne? Ich denke jetzt gerade darüber nach. Ist das medizinisch erklärbar oder ist das eine seelische Geschichte? Weil, das wenn, weiß ich eben nicht. Also ich sage jetzt mal so als Laie mit ganz wenigen medizinischen Kenntnissen, dass wenn das ordentlich gemacht worden ist, es eigentlich nicht zu einer Beschädigung der Nervenstrukturen gekommen sein kann. Eigentlich kann es nicht mit dem chirurgischen Eingriff zusammenhängen, es sei denn, da ist irgendwas schiefgelaufen. Sage ich jetzt mal so, ich denke mir das. Ich sag mal so, Verhalten ist ganz gut, von daher habe ich eigentlich nicht auf irgendwelche Fehler geschlossen. Mhm. Ich habe es danach auch nicht mehr unbedingt angucken lassen. Von daher, es sieht gut aus. Also es ist kein Problem in der Hinsicht. Ne? Ja, aber du hast Orgasmusschwierigkeiten. Das dauert länger und der Orgasmus ist auch nicht so intensiv, wie du ihn früher erlebt hast. Doch, im Gegenteil. Manchmal ist es sogar mehr wesentlich intensiver. Ach so, muss ich sagen. Also das Problem liegt daran, dass es länger dauert? Richtig, genau. Mhm. Ist das schlimm?
Ja, ab und zu schon. Also ich sag mal so, je nachdem. Stell dir ungefähr vor, eine halbe Stunde wäre schnell und 2 Stunden wäre normal. Oh ja, dann ist es natürlich schon ein Problem. Hast du denn danach mal mit dem Chirurg oder mit dem Urologen gesprochen darüber? Bis jetzt noch nicht. Nein. Warum nicht? Das habe ich noch nicht gemacht. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie ist das wahrscheinlich auch ein bisschen Namhaftigkeit, schätze ich. Ja gut, aber der Typ, der es gemacht hat, der macht ja, der ist für den musst du dich ja nicht schämen. Das wäre jetzt mein allererster Gang, dass ich zu dem, hat das ein Urologe gemacht? Ja. Ja, dass ich zu dem Urologen, hattest du zu dem Vertrauen? Ja, es ging, also ich kannte ihn von vorher nicht unbedingt. Gut, dann also das würde ich auf jeden Fall als allererstes mal zu dem oder zu einem anderen Urologen gehen, von dem du irgendwie gehört hast, dass er gut ist, und mit dem erstmal darüber sprechen, und um abzuklären, ob das was Somatisches, was Körperliches ist. Das ist der erste Schritt. Wenn der ganz eindeutig und vielleicht nach eingehenden Untersuchungen auch sagt, nee, das kann überhaupt nicht somatisches sein, dann findet das in deinem Kopf statt. Dann hat das mit diesem Eingriff zu tun, was ja auch durchaus möglich sein kann. Es gibt ja auch immer wieder das Phänomen bei Männern, die sich sterilisieren lassen, wo körperlich auch alles in Ordnung ist, aber da funktioniert das nicht mehr so richtig. Das ist eine Kopfgeschichte. Sexualität findet nun mal hauptsächlich im Kopf statt. Ich habe das eigentlich sehr oft auf den Kopf geschoben, ne, muss ich sagen. Ja, ja. Also deswegen habe ich auch nicht unbedingt einen Arzt deswegen konsultieren gesagt. Dennoch würde ich das... Check das erstmal selber ab. Ja, ja, aber dennoch würde ich das erstmal einmal machen, damit man das schon mal zur Seite, zu den Akten legen kann. Und wenn das so ist und dich das wirklich, also wenn es körperlich keine körperlichen Ursachen hat und dich die ganze Sache doch sehr stört, dann würde ich mir da psychologische Hilfe suchen. Wie sehr stört es dich denn? Ja, doch, ich würde schon sagen. Also mittlerweile schon. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass das ein bisschen mehr wird, also je nachdem. Deswegen vermute ich eben auch, dass es mit dem Kopf zu tun hat. Ja. Hast du eine Freundin zurzeit? Ja, im Moment eher lose Geschichte, sage ich mal so. Also nicht unbedingt. Na, es ist halt auch immer so ein bisschen an der Geduld der Dame gelegen. Ich würde sagen, hast du nicht da schon so ein bisschen Sorge, überhaupt mit einer Frau ins Bett zu gehen? Weil das dann ewig dauert? Doch, eigentlich schon. Ja, um nochmal eine Vorstellung zu bekommen. In der Regel dauert es, wie lange, bis du zu einem Orgasmus kommst? Also normalerweise ist es bei ungefähr 2 Stunden. Das ist wirklich viel. Auch wenn du onanierst? Das nicht. Also allerdings unter einer halben Stunde ist es auch nicht. Und das war vorher ganz anders? Ja, ich sag mal so, eher so mit 16, 17 schon, denke ich. Also bevor die ganze Geschichte angefangen hat, bemerkbar zu werden. Daher ist es auch aufs Wachstum zu schieben. Ist übrigens, was der Urologe sagte, auch eine sehr häufige Geschichte. Mhm. Also bei Männern zwischen 21 bis 25. Habe ich das nicht ganz verstanden? Also es war vor der Operation auch schon so, dass es länger gedauert hat. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Damals, ja. Gerade auch wegen dem Schmerz. Ne? Ja, genau. Klar, das kann natürlich letztendlich auch die Ursache sein, dass sich das so eingebrannt hat, dieses Verhalten und dieses Zurückhalten wegen des Schmerzes und so weiter. Ja. Wie reagieren die Frauen darauf, wenn du so lange brauchst? Ja, je nachdem. Also es gibt auch schon mal begeisterte Fälle, ja. Aber die sind eigentlich eher selten. Also ich sag mal so, ich lache mich immer kaputt, wenn man diese klischeehaften Aussagen hört, ja, der Mann immer super schnell fertig ist und sich auf die Seite dreht, ne, dann denke ich, ja, von wegen, ne? Ja. Sagst du, ich erlebe es also, wenn. Sagst du den Frauen das vorher, dass das ein bisschen anders ist bei dir alles? Eigentlich immer, ja. Ja. Also ich sag mal so, ich gehe auf jeden Fall auf ehrlich und sag schon Bescheid. Ja. Die Frau fühlt sich ja sonst auch irgendwie vielleicht ein bisschen zurückgesetzt, je nachdem, wie viel Liebe im Spiel ist. Ne? Könnte mir aber auch vorstellen bei dir, dass du in Sachen Selbstbefriedigung eher auch zurückhaltend bist, weil das ja immer richtig Zeit frisst, ne? Und aufwendig ist. Ja, kann man so sagen. Ja, ne? Doch, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also, ich finde, dass du mit einem Urologen reden musst. Mhm. Und dann musst du mit einem Psychologen reden. Und da muss man überlegen, da auch einen richtigen zu finden, der sich der eher ein Sexualpsychologe ist, der sich in der Richtung sehr gut auskennt. Mhm. Können wir dir gerne gleich noch ein bisschen behilflich sein? Das wäre cool. Wollte ich gerade noch fragen, warst du eigentlich in dieser Zeit auch mal in einer längeren Beziehung? Ja, doch, durchaus, ja. Und da habt ihr das dann irgendwie so gehandelt, das Ganze? Ich habe das Gefühl gehabt, dass das der Grund für das Ende war. Ach so, ehrlich? Ja. Hat sie es gesagt? Mehr oder weniger angedeutet, würde ich sagen. Also ziemlich sicher. Also Tom, also. Jetzt legst du bitte auf. Wir rufen dich nochmal kurz an wegen einem geeigneten Sexualpsychologen. Aber vorher zum Urologen gehen. Danke dir. Okay, alles Gute. Alles klar. Tschüss. Tschüss. So Leute.
Das war's für heute. In der Technik war Michael Jansen. Morgen ist, was haben wir morgen? Morgen ist Donnerstag, die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Also wenn ihr gerne auch morgen mit mir reden wollt, egal über welches Thema, dann ruft an. Ab 0 Uhr sind immer die Leitungen geschaltet. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt. Mailen könnt ihr ja immer, domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte mit Telefonnummer nicht vergessen. Bitte nicht so viel mailen. Sonst schaffen die Kollegen das nicht alles durchzugucken. Und auch nochmal an dieser Stelle der Hinweis, dass wir leider schriftlich keine Beratung machen können. Das sprengt einfach den Rahmen unserer kleinen Sendung hier. Das geht leider nicht. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sag tschüss bis morgen. Zwei Uhr. Vom Hessischen Rundfunk Nachrichten. Die möglicherweise entscheidende sechste Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie in